Hallo und herzlich willkommen zu unserer 12. Sitzung im Seminar Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit dem Lernen und dem Gedächtnis beschäftigen. Dazu gibt es ein Buchkapitel aus unserem Lehrbuch von Rainer Schandri, Biologische Psychologie, und zwar das Kapitel 24, das sich mit den unterschiedlichen Gedächtnisformen beschäftigt und auch mit den neuronalen Korrelaten dieser unterschiedlichen Gedächtnisformen. Dazu hätten Sie jetzt, wenn Sie am Seminar teilnehmen, ein Referat hören sollen, in dem genau diese Grundlagen unseres Lernen und Gedächtnisses erklärt werden. Und hier im weiteren Verlauf wollen wir jetzt auf zwei Sonderformen des Gedächtnisses eingehen. Das eine ist das Langzeitgedächtnis, unser deklaratives, episodisches Langzeitgedächtnis, und die Übertragungsmechanismen, also in welche unterschiedlichen Phasen wir die Gedächtnisbildung hier unterteilen können und welche Rolle hierbei Schlaf spielt. Und dann wollen wir uns anschauen, was denn eigentlich passiert bei Störungen des Gedächtnisses, hier mit dem Fokus auf die Amnesie. Da haben Sie wahrscheinlich schon einen Patienten kennengelernt, den Patienten HM. Und wir wollen dann eine Einzelfallstudie anschauen zu der sogenannten retrograden Amnesie und uns da genau anschauen, was das eigentlich ist und mit welchen neuronalen Prozessen das einhergeht. Das Ziel der heutigen Sitzung ist es, dass Sie eine grobe Systematik des Gedächtnisses bekommen und dass Sie auch lernen, welche Gehirnstrukturen denn an diesen unterschiedlichen Gedächtnisformen beteiligt sind. Außerdem wollen wir einen besonderen Fokus auf die neuronalen Mechanismen des Lernens legen, hier insbesondere auf die Langzeitpotenzierung. Schauen wir uns aber nun mal genauer unser Langzeitgedächtnis, unser explizites, unser deklaratives Langzeitgedächtnis an. Dieses Langzeitgedächtnis, das umfasst all die Dinge, die Sie über den Tag hinweg aufnehmen, Dinge, die Sie bewusst lernen, also Daten, Fakten, Hintergründe, die Sie aufnehmen. Und diese Informationen, die Sie über den Tag hinweg aufnehmen, die werden über unsere sensorischen Areale, über den Thalamus, in den Hippocampus geleitet. Und in diesem Hippocampus, da finden wir nun neuronale Netzwerke, und auf der Zusammenarbeit dieser neuronalen Netzwerke beruht unser Kurzzeitgedächtnis. Dieses Kurzzeitgedächtnis, das umfasst alle Informationen, die wir so über den Tag hinweg sammeln und speichern, und wir müssen das abgrenzen von unserem Langzeitgedächtnis, dass also das Gedächtnis ist, das über längere Zeit, also mehrere Jahre sogar, bestehen kann. Bei dieser Bildung dieses Kurzzeitgedächtnisses und bei der Bildung von Informationen, bei der Ablage von Informationen in unserem Hippocampus wird die sogenannte Langzeitpotenzierung ganz relevant. Diese Langzeitpotenzierung, die beschreibt, wie synaptische Verbindungen sich aufgrund von einer gemeinsamen Aktivierung verstärken. Das heißt, eine Synapse, also eine Verbindung aus Präsynapse und Postsynapse, verstärkt sich, je stärker hier der Informationsfluss ist. Das bedeutet also, eine Verbindung zwischen zwei Zellen wird dynamisch verändert, je nachdem, wie stark sie gebraucht wird. Und dazu gibt es von Donald Hebb aufgestellt eine Regel, die sogenannte Hebbsche Regel. Die Hebbsche Regel ist kurz zusammengefasst: Cells that fire together, wire together. Also Zellen, die gleichzeitig aktiv sind, bilden synaptische Verbindungen aus und verstärken diese synaptischen Verbindungen auch. Und in diesen synaptischen Verbindungen werden jetzt neuronale Netzwerke gebildet, und innerhalb dieser neuronalen Netzwerke wird Information abgelegt. Hier wird also Information in Netzwerken gespeichert. Im Hippocampus basieren diese Netzwerke auf dem Zusammenspiel aus Pyramidenneuronen in deren Strukturen CA3 und CA1. CA3, CA1, CA bedeutet hier Cornuamonis, das Ammonshorn. Und das sind Schichten von Neuronen, die eben aus Pyramidenzellen bestehen, die hier gemeinsam verschaltet sind und hier solche Netzwerke ausbilden. Das heißt, Informationen, die wir aufnehmen, wandert über unseren Entorhinalkortex in den Hippocampus ein und wird dann hier über diese Neurone im
zuerst im Gyrus dentatus, dann CA3 und CA1 verarbeitet. Und in diesem Zusammenspiel aus diesen Neuronen werden dann Netzwerke gebildet, die Informationen repräsentieren. Und das ist aber nur ein Teil unseres Gedächtnisses. Denn die Dinge, die wir über den Tag hinweg gelernt haben, die können wir entweder vergessen, vielleicht brauchen wir sie nicht, oder wir wollen sie behalten. Das heißt, wir müssen diese Informationen dann aus unserem Kurzzeitspeicher, dem Hippocampus, in den Neokortex verlagern. Also müssen diese Informationen dauerhaft ablagern. Und für diesen Prozess dieser dauerhaften Ablagerung, da ist jetzt Schlaf ganz relevant. Und für diesen Prozess der Gedächtnisbildung, einmal der Enkodierung von Gedächtnisinhalten und der Ablage von Gedächtnisinhalten, der Konsolidierung, gibt es ein Modell, das sogenannte Zwei-Phasen-Modell von Hasselmo. Dieses Zwei-Phasen-Modell von Hasselmo umschreibt unsere Gedächtnisbildung als einen zweiphasischen Prozess, der einmal im Wachzustand und einmal im Schlaf stattfindet. Im Wachzustand, da enkodieren wir Informationen. Da nehmen wir also Informationen auf und legen diese Informationen in neuronale Netzwerke im Hippocampus ab. Im Wachzustand haben wir einen relativ hohen Acetylcholinspiegel. Acetylcholin haben wir schon mal kennengelernt als Neuromodulator, der die Aktivität an glutamatergen Synapsen moduliert. Und dieses Acetylcholin ist jetzt eben hier im Wachzustand in einer relativ hohen Konzentration vorhanden und dieses Acetylcholin reduziert jetzt Aktivität in unserem Hippocampus. Aber ganz interessant dabei, diese reduzierte Aktivität führt dazu, dass wenn Neurone einmal aktiviert sind, wenn die also diese Bremse überschreiten, dann feuern Neurone hier synchron. Also hier dieses Acetylcholin bewirkt also eine synchrone Aktivität im Hippocampus. Und in dieser synchronen Aktivität, in der gleichzeitigen Aktivität, da haben wir wieder unsere Hebbsche Regel, Cells that fire together, wire together. In dieser gleichzeitigen Aktivität können dann eben neuronale Netzwerke ausgebildet werden. Also schauen wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Im Wachzustand nehmen wir Informationen auf. Die Information läuft also über unsere sensorischen Areale zum Thalamus, zu unseren primären sensorischen Kortices und von da eben über die Assoziationskortices, über den Entorhinalkortex, in den Hippocampus. Und dann haben wir unsere Schleife aus Gyrus dentatus, CA3 und CA1 Pyramidenneuronen. Jetzt haben wir einen relativ hohen Acetylcholinspiegel und dieser relativ hohe Acetylcholinspiegel bewirkt, dass Neurone synchron feuern und hier Informationen eben in diese neuronalen Netzwerke abgelegt werden kann. Dieser hohe Acetylcholinspiegel bewirkt aber auch, dass Signale, Informationen, die kein starkes Eingangssignal besitzen, hier gar nicht weiter verarbeitet werden. Das heißt, für unser Lernen ist es wichtig, dass die Information, die wir aufnehmen wollen, ein sehr starkes Eingangssignal besitzt. Wir müssen also die Lerninhalte sehr bewusst wahrnehmen oder auf unterschiedlichen Wegen wahrnehmen. Denken Sie wieder an die multisensorische Integration, dass wir Informationen verstärkt wahrnehmen, die aus unterschiedlichen Sinneskanälen auf uns eintritt. Jetzt haben wir also im Wachzustand neuronale Netzwerke gebildet, haben wir Informationen abgelegt. Und jetzt müssen diese Informationen irgendwie aus dem Hippocampus in unseren Neokortex transportiert werden und das funktioniert im Schlaf. Im Tiefschlaf reduziert sich unser Acetylcholinspiegel. Also da geht der Acetylcholinspiegel runter und damit fällt diese Bremse, diese Acetylcholinbremse an den glutamatergen Synapsen weg. Und neuronale Netzwerke, die wir über den Tag gebildet haben, können jetzt hier spontan aktiv sein. Die können sich also selbstständig, die Bremse fällt ja weg, sind also erregbarer, können sich also spontan aktivieren. Damit können wir die Informationen, die wir über den Tag aufgenommen haben, reaktivieren. Und jetzt kann die Information aus dem Hippocampus in den Neokortex übertragen werden. Wir haben also eine Reaktivierung des Hippocampus im Tiefschlaf. Und in diesen Reaktivierungsphasen kann dann die Information in unseren Neokortex übertragen werden. Diese Übertragung aus dem Hippocampus in den Neokortex, die funktioniert sehr geplant und sehr strukturiert unter Steuerung von sogenannten langsamen Oszillationen, Slow Wave Oscillations, also langsamen Wellen, die
in unserem Präfrontalkortex gebildet werden. Im Tiefschlaf, also wenn wir tief schlafen, dann ist dieser Tiefschlaf gekennzeichnet durch eine neuronale Aktivität mit sehr langsamen Frequenzen, aber mit einer großen Amplitude. Und das bedeutet immer, große Amplituden bedeutet, hier müssen sehr viele Neurone gleichzeitig daran beteiligt sein. Das heißt, wir haben im Tiefschlaf im Neokortex langsame Veränderungen der Erregbarkeit, die sich in diesen langsamen Wellen neuronaler Aktivität widerspiegeln. Zu ganz bestimmten Phasen dieser langsamen Wellen haben wir Erregungsphasen. Also immer am Gipfel von so einer langsamen Welle haben wir eine Erregungsphase, in der die nächste Verschaltungsschleife, nämlich die Kommunikation zwischen Neokortex und Thalamus, reaktiviert werden kann. Hier werden jetzt dann in dieser Kommunikationsschleife im Thalamus Aktivität erzeugt, die sogenannten thalamokortikalen Schlafspindeln. Das sind kurze Episoden von Aktivität im Frequenzbereich von 12, 13 Hertz, also 12 bis 13 Schwingungen pro Sekunde. Und wiederum zu ganz bestimmten Phasen von diesen thalamokortikalen Schwingungen gibt es die Aktivierung von neuronalen Netzwerken in unserem Hippocampus. Da haben wir dann ganz kurze Episoden von hochfrequenter, von Burst-Aktivität, also von einer Explosion von Aktivität im Hippocampus, die eben die Reaktivierung dieser neuronalen Netzwerke im Hippocampus darstellen. Das heißt, unter dieser Steuerung dieser langsamen Wellen aus unserem Neokortex kann dann die Aktivität im Hippocampus erhöht werden und hier Informationen übertragen werden. Ganz wichtig dabei, Informationen, die wir einmal in unser Langzeitgedächtnis abgelegt haben, die bleibt nicht fix, sondern jede Reaktivierung dieser Langzeitgedächtnisinhalte bewirkt eine dynamische, plastische Veränderung dieser Langzeitgedächtnisinhalte. Das ist ein Thema, das ist ganz relevant beispielsweise für die Rechtspsychologie oder für die Diagnostik, denn diese Erinnerungen, die kommen Ihnen subjektiv serial vor, aber die lassen sich eben durch zusätzliche Informationen beeinflussen, was ein ganz wichtiges, ein ganz großes Thema beispielsweise bei Zeugenaussagen ist. Diese Steuerung der Gedächtnisenkodierung über diese langsamen Schwingungen, diese langsamen Oszillationen, die kann man auch experimentell prüfen, experimentell nachweisen. Und zwar über die sogenannte Transcranial Alternating Current Stimulation. Diese Transcranial Alternating Current Stimulation besteht darin, dass ich an mein Gehirn, also hier an meinen Schädel, zwei Elektroden anlege, mit einer Positiv-, einem Plus- und einem Minuspol. Und jetzt lege ich hier an diese zwei Elektroden einen Niedervolt, also einen schwachen Strom an, also 9 Volt in dem Bereich etwa, und lege diesen Strom immer einmal pro Sekunde an. Also ich habe also quasi immer so ganz kurze Stromimpulse auf meinen Schädel und damit auch auf mein Neokortex. Und damit, mit diesen langsamen Stromimpulsen, kann ich künstlich langsame Wellen, langsame Oszillationen im Gehirn erzeugen. Und jetzt hat sich eben hier in der Arbeitsgruppe von Jan Born, der jetzt in Tübingen ist, haben sich hier angeschaut, wie beeinflussen denn diese künstlich erzeugten, so eine Stimulation erzeugten langsamen Oszillationen im Neokortex die Gedächtnisleistung. Hier gab es zwei Gruppen, beide Gruppen sollten einen deklarativen und einen prozeduralen Gedächtnisinhalt lernen. Dann durften diese beiden Versuchsgruppen schlafen und bei der Experimentalgruppe wurde im Schlaf über diese Transcranial Stimulation hier künstliche langsame Wellen erzeugt. Und Sie sehen hier auf dem Schaubild, sehen Sie mal den Verlauf von so einem Schlaf über die Nacht hinweg und sehen diese unterschiedlichen Schlafphasen und Sie sehen eben, wann hier in diesen Tiefschlafphasen künstlich hier diese langsamen Wellen erzeugt wurden. Sie sehen es hier auf den unteren Power, auf den unteren Amplituden-Power-Spektren, also wo Sie eben die Aktivität je Frequenz sehen, da sehen Sie eben hier vor allem im frontalen Bereich eben hier diesen Anstieg von diesen langsamen Wellen, also hier im Bereich von 1 Hertz. Sie sehen es an der roten Linie, wo im frontalen Bereich diese rote Linie verstärkt ist. Also hier haben wir über diese Stimulation langsame Wellen verstärkt. Und tatsächlich zeigt sich hier bei diesem Experiment, dass Versuchspersonen, bei denen im Tiefschlaf künstlich hier im Frontallappen diese langsamen Wellen verstärkt wurden, auch die Abrufleistung
im deklarativen Gedächtnis, also in unserem expliziten Gedächtnis, verstärkt wurde. Das heißt, was wir daraus mitnehmen können, ist, dass Tiefschlaf, unsere Schlafphasen, vor allem eben dieser Tiefschlaf, der durch diese langsamen Oszillationen gekennzeichnet ist, ganz relevant ist für unsere Gedächtnisbildung. Das heißt, wenn Sie jetzt bald auf Ihre Klausuren lernen, dann ist es ganz wichtig, dass Sie nach dem Lernen schlafen. Dass Sie also nach dem Lernen so schlafen, dass Sie in eine Tiefschlafphase kommen, denn erst in dieser Tiefschlafphase wird die Information, die Sie gerade aufgenommen haben, tatsächlich an Ihr Langzeitgedächtnis übertragen. Es ist also keine gute Lernstrategie, kurz vor der Klausur nachts aufzubleiben, den Tag durchzumachen und versuchen, alle Informationen in das Kurzzeitgedächtnis reinzustopfen, sondern es ist eigentlich die bessere Lernstrategie, die Information aufzunehmen und dann möglichst schnell nach dem Lernen zu schlafen, damit hier auch keine Interferenz auftritt, also keine neuen Informationen hier irgendwie eine Interferenz erzeugen. Und dann sollten Sie so schlafen, dass Sie in die eine Tiefschlafphase kommen, denn diese Tiefschlafphase kann Ihre Konsolidierung des Gedächtnisses, also die Verfestigung Ihres Gedächtnisses, verstärken. Jetzt die große Frage, wie schnell kommen Sie in so eine Tiefschlafphase? Das geht in der Regel schon nach einer halben, dreiviertel Stunde. Also ein Tipp könnte hier sein, lernen Sie und machen Sie anschließend einen Mittagsschlaf, eine Stunde Mittagsschlaf, um eben diese Gedächtnisinhalte zu verfestigen, um dann weiter zu lernen, um somit eben hier optimal die Informationen, die Sie aufgenommen haben, tatsächlich auch langfristig zu verfestigen. Und jetzt wollen wir mal weitergehen und schauen und uns anschauen, was passiert denn bei Störungen unseres Gedächtnisses. Und den ersten Herrn, den wir dabei kennenlernen wollen, ist der Herr H.M. H.M. war einer dieser ganz wichtigen Patienten für die Psychologie, denn bei H.M., der heißt mit vollem Namen Henry Gustav Mulligan, der ist Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, erst gestorben, also hat relativ lange gelebt. Bei diesem Patienten, den haben Sie vielleicht schon kennengelernt, der hatte eine Epilepsie und für die Therapie dieser Epilepsie wurde eben bilateral der anteriore Temporallappen entfernt. Sie sehen es hier auf dem Schaubild, auf dem MRT-Scan, wo eben hier diese anterioren Temporallappen so als schwarze Flecken zu sehen sind. Also da wurden diese anterioren Temporallappen entfernt und dieser Bereich wird dann mit Flüssigkeit aufgefüllt. Und hier diese anterioren Temporallappen, die haben hier tatsächlich den Entorhinalkortex und den Hippocampus umfasst. Und hier dieser Patient, HM, der hatte dann eine anterograde Amnesie, der konnte also keine neuen Gedächtnisinhalte mehr aufnehmen. Und das ist eben ein Patient, von dem wissen wir eben, okay, dieser Hippocampus, der ist scheinbar ganz relevant für die Aufnahme von neuen Gedächtnisinhalten, aber der kann nicht der Speicherort des Gedächtnisses sein, denn hier HM, der konnte sich noch an alle Dinge erinnern, die vor der OP passiert sind, also konnte sich noch an alte Dinge erinnern, er konnte nur keine neuen Dinge mehr lernen. Er konnte aber noch neue Fähigkeiten lernen. Also rein motorische Fähigkeiten, motorisches Lernen, das hat noch funktioniert. Also hier auch ein Hinweis darauf, dass eben dieser Hippocampus, der ist nur relevant für unser episodisches, semantisches, deklaratives Gedächtnis, aber nicht für unser prozedurales Gedächtnis, also unser Fähigkeitslernen. Dieses Zusammenspiel von diesen unterschiedlichen Gedächtnissen, da gibt es einen Hollywood-Film dazu, Memento. Den können Sie sich mal, wenn Sie jetzt bald Semesterferien haben, mal anschauen, diejenigen von Ihnen, die das noch nicht kennen. Hier geht es nämlich genau um einen Patienten, der eine solche anterograde Amnesie, neuen Gedächtnisinformationen mehr bilden kann und der versucht, anhand von bruchstückhaften Erinnerungen ein Verbrechen aufzuklären. Also ein ganz spannender Film, ich möchte nicht zu viel spoilern, ist einer dieser Filme, die tatsächlich auch wissenschaftlich sehr korrekt mit einem Thema umgehen, hier in dem Fall mit Gedächtnis und Amnesie. Wir wollen uns jetzt gemeinsam den Patienten ML anschauen. Und zu diesem Patienten ML gibt es einen Case Report, also einen Fallbericht, der heißt Episodic Memory and the Self in a Case of Isolated Retrograde Amnesia. Hier geht es also nicht mehr um die anterograde Amnesie, sondern um die retrograde Amnesie. Und hier vor allem im Kontext des Selbstkonzeptes. Also unser Selbstkonzept, das ist ja die Summe aller unserer Lernerfahrungen. Und hier, dieser Artikel befasst sich jetzt mit diesem Konzept des Selbst,
im Kontext einer retrograden Amnesie. Also, wie beeinflusst ein Gedächtnisausfall, ein Gedächtnisfehler denn unser Selbstbild? Hier ist also ein Case Report, ein Fallbericht. Und hier, Sie sehen es auf dem MRT-Bild, es geht hier scheinbar um einen Patienten mit einer Hirnschädigung. Und Ihre Aufgabe ist es jetzt mal, sich in diesem Fallbericht anzuschauen, was ist denn bei diesem Patienten ML passiert? Was hatte er für einen Unfall? Was ist ihm widerfahren? Und welche Verletzungen traten denn bei ihm auf? Und dieser Patient, der hat eine Erholung gezeigt, also eine Recovery gezeigt. Dem ging es also über die Zeit hinweg besser. Und Ihre Aufgabe ist jetzt mal nachzuvollziehen, welche Symptome zeigte denn der Patient ML und wie haben sich die Symptome über die Zeit verändert. Also hat sich die Situation, haben sich die Symptome dieses Patienten über die Zeit und in welchem Kontext verändert. Und dann schauen Sie sich bitte mal genauer die Einleitung an und hier zu unterscheiden, wie unterscheiden wir denn anterograde und retrograde Amnesie? Wir hatten es gerade eben schon kennengelernt beim Patienten HM, da haben wir eine anterograde Amnesie. Hier beim Patienten ML, da haben wir eine retrograde Amnesie. Aber wie unterscheiden sich denn diese beiden Gedächtnisformen? Und ganz besonders hier die Frage, wie unterscheiden sich denn oder welche Rolle spielen denn dabei semantisches und episodisches Gedächtnis? Und dann schauen Sie sich bitte im weiteren Verlauf noch an die Neuropathologie, also die pathologischen Veränderungen bei diesen Patienten. Also bei welchen Verletzungen treten denn in der Regel retrograde Amnesien auf? Wir haben es gerade gehört, anterograde Amnesien, die treten vor allem dann auf, wenn die Hippocampi gestört sind. Wann treten jetzt aber retrograde Amnesien auf? Und welche kortikalen Areale sind denn bei diesen retrograden Amnesien beteiligt. Damit sind wir am Ende unserer 12. Sitzung zum Lernen und Gedächtnis. Und ich hoffe, Sie haben so ein bisschen mitgenommen, wie wir unser Gedächtnis in unterschiedliche Strukturen einteilen können, unterschiedliche Konzepte einteilen können und welche unterschiedlichen neurophysiologischen, neuropsychologischen Prozesse denn mit diesen unterschiedlichen Gedächtniskonzepten, Gedächtnisstrukturen einhergehen. Und vor allem auch hier, was passiert denn bei Störungen dieser neuronalen Korrelate und wie äußern sich, wie übertragen sich Störungen dieser neuronalen Korrelate auf Störungen unseres Gedächtnisses. Und vielleicht haben Sie auch was mitgenommen, das Ihnen für jetzt Ihre Klausurenphase, Ihre anstehenden Klausuren hilfreich sein kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video noch einmal, wenn wir uns die höheren kognitiven Strukturen anschauen, also hier vor allem das Konzept der kognitiven Kontrolle, also all diese Frontalhirnfunktionen, die hier mit der Steuerung von unserem Verhalten zu tun haben.